Es ist so schön, die kleinen und größeren Städte in Südfrankreich zu entdecken. Mit ihren kulinarischen Spezialitäten, die man auf den bunten Märkten probieren kann. Und erst die kleinen Gassen und ihren charmanten Cafés. Am besten gefällt es mir, wenn ich jeden Tag in einer anderen Stadt aufwache. Dafür reisen wir mit einem Schiff auf den Flüssen Rhône und Saône. Los geht es in Lyon, der heimlichen Hauptstadt Frankreichs. Unser Schiff ist die Arosa Luna. Bei einem Gläschen Champagner genießen wir die Abendstimmung. Neben uns liegt das Schwesterschiff, Arosa Stella. Sie verlässt vor uns den Liegeplatz. Und dann sind wir auch schon dran und ziehen sofort unsere Köpfe ein, weil die erste Brücke schon so niedrig ist. Ein bisschen echtes Kreuzfahrtfeeling gibt es auf dem Flussschiff auch, bei der Vorstellung der Offiziere. Stimmungsvoll gleiten wir in den Sonnenuntergang. Und dann kommt auch schon die erste große Schleuse. Auf der Rhône gibt es viele davon, denn es geht flussabwärts in Richtung Mittelmeer. Unsere Route Rhône Classic wird uns bis nach Arles führen. Auf unserer Flussreise gilt jedoch, der Weg ist das Ziel. Man genießt die Aussicht, auch aus unserer Kabine heraus. Sie ist praktisch und gemütlich eingerichtet und Platz genug haben wir auch. Auch in den öffentlichen Bereichen hat man den Fluss stets im Blick. Dinner mit Aussicht. Auf der Arosa Luna gibt es Buffet mit freier Platzwahl. Hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Auch wer mal französische Spezialitäten probieren möchte, wird an Bord nicht enttäuscht. Für mich hat die sanfte Fahrt durch die Landschaft einen ganz besonderen Reiz. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Ich esse auch am liebsten draußen und genieße dabei die herrlich frische Luft. Auf Arosa Luna hat man oft die Gelegenheit, Zeit an Deck zu verbringen. Dabei wird es nicht langweilig. Die Hafeneinfahrten sind etwas Besonderes, wie hier in Arles. Und die Crew lässt sich stets etwas zur Unterhaltung einfallen, wie zum Beispiel das Grillbuffet unter freiem Himmel. Eine einheimische Band kam an Bord und sorgte für die passende Musik in der warmen Sommernacht. Falls es draußen einmal etwas kühler ist, kann man sich in der Lounge aufhalten. Durch die Panoramafenster hat man auch hier stets die Landschaft im Blick. Und für die passenden Getränke ist auch gesorgt. In Avignon hat unsere Kreuzfahrtdirektorin für uns eine ganz besondere Stadtrundfahrt organisiert. Der flotte Franzose Tristan braust mit uns durch die engen Gassen und ist auch immer für den ein oder anderen Scherz aufgelegt. In Avignon erleben wir in den Straßen das Theaterfestival und entdecken in den Markthallen die lokalen Spezialitäten. In Viviers spazieren wir über den Wochenmarkt der Einheimischen. Und in Lyon probieren wir uns durch die Restaurants. Es gibt so viel zu erleben. Umso besser, wenn wir uns danach an Bord entspannen können, zum Beispiel im Pool. Und vom Wasser aus zeigen sich die Städte meist von ihrer schönsten Seite. Zum Beispiel Avignon und seine berühmte Brücke.
So fliegt unsere Woche an Bord von Arosa Luna einfach so an uns vorbei. Bleiben werden die wunderbaren Momente an Deck mit unvergesslichen Aussichten. Nun auf zu neuen Ufern.